Hallo George, willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Mountain. Wir haben das alle gemeinsam gemacht. Ich falle nicht runter und sieht alles toll aus. Ne? Ja, es scheint irgendwie ziemlich. Ach nee, die Rennresistenz. Ich dachte gerade Nebel. Ich habe gar keinen Nebel mehr drin. Was wir in der letzten Folge gemacht haben, wir haben nicht so viel gemacht. Wir haben, glaube ich. Ja, wir haben Diamond-Rüstung gemacht. Schönes Diamond-Sword dazu noch. Ich guck mal mit dem Mikrofon ein bisschen ran. Ja, perfekt. Ja, und dann haben wir als Dia-Zeug gemacht. Gibt es noch so andere Dia-Sachen? Hier dieser Warhammer zum Beispiel. Ich habe keine Ahnung, wer den macht. Ich habe einfach keine Ahnung. Theoretisch klickt man da drauf, wie jetzt so ein Zeug. Ja, da kann man drauf klicken, ja. Ich weiß, wie das gemacht wird, aber. Nein, keine Ahnung. Keine Ahnung. Warum ist da ein Beaconstrahl? Warum? Wenn ich fragen darf. Okay, man sieht da nichts. Das ist immer Stone. Was ist da? Was ist das hier? Das ist Stained Glass. Okay. Alles klar. Okay, dann gucken wir. Du musst da was machen. Ich muss? Oder ich darf? Wenn ich so fragen darf, ich muss mein Mikrofon drücken. Das rutscht irgendwie ein bisschen weg. Da ist na genug. Haha, ja. Du musst da was machen. Vor einem Tag. Hi, ich bin's Paul. Hört es ganz gut zu. Du musst etwas machen für mich. Ich bräuchte da ein paar Kristalle für eine große Maschine in meinem Labor. Labor? Du meinst. Hä? Maschine? Sein Labor ist doch eigentlich das Ding, wo er den kleinen Tisch hatte mit dem Stuhl und den schönen Lampen, oder? Obwohl, Labor, das würde erklären, warum da jetzt so ein Beacon ist. Lesen wir da. Was diese Maschine genau macht, musst du nicht wissen. Okay, dann frage ich auch nicht nach. Jedenfalls den Ozeankristall. Ozeankristall? Was ist das? Ist das Wasser? Nein, keine Ahnung. Okay, den Ozeankristall habe ich schon. Doch nun fehlen noch 7 weitere. 7 Stück, das hört sich so nach Arbeit an. Oh nein, bitte nicht. Hört sich so verdammt nach Arbeit an. Na gut, wir lesen mal. Da kommst du ins Spiel. Ich bräuchte die dringend. Wie gesagt, warum erzähle ich dir ein anderen Mal? Ja, okay, ich habe es verstanden. Ich habe es verstanden. Ich würde dich auch mit etwas an Rüstung und dergleichen für die Reise ausrüsten. Das klingt nett. Das klingt sehr nett. Da bin ich dabei. Schließlich würdest du eine Weile von zu Hause weg sein. Das hört sich jetzt nicht so gut an. Alle weiteren Informationen gebe ich dir bald. Okay. Mit sehr, sehr freundlichen Grüßen, Paul, der dich dann vermissen wird. Ah, armer Paul. Ja, aber nicht du. William ist auch noch... William hat verdammt viel Geld, der kauft sich aber neue Freunde. In seinem Labor. Das ist ein Okay, in seinem Labor. Was meint er mit Labor? Ja, Tür zu machen. Hier ist nichts. Ein Geheimgang? Cobblestone? Na gut, Cobblestone. Wo zieht ein Salon? Warte mal. Ich hab ne Idee. Ich hab eine Idee. Wenn sie den Raum komplett dunkel machen. Und der wirklich geheime Türen sind. Werden wir sehen, von wo es leuchtet. Warte mal, jetzt brauchen wir irgendwas zu dunkel machen. Und noch ein Cobblestone. Oh Gott, ich kann einen Cobblestone abhauen. Es ist hell. Das Kopf von hier. Demonic Sword. Sieht das mal 10 Damages. Strahlt das Redstone-Signal aus? Willst du mir gerade sagen, die Tür kann nur geöffnet, wenn ich das Schwert rausnehme? Oder was? Okay. Junge, was sind das für Blöcke? Iron Block. Ein Eisenblock sieht aber ganz schön anders aus. What the fuck? Das sind voll die geilen. Nice. Okay, was ist da? Ich will da nicht reingehen. Nein! Okay, ich gehe rein. Wenn das wirklich Paul's Labor ist, dann ist da ja nichts Schlimmes, oder? Oder? Oh.
the fuck? Was ist das für eine Maschine? Oh, ich sollte vielleicht nicht drauf drehen. Und dann ist es noch so atommäßig verstrahlt und so. Sollte ich vielleicht mal. Paul? Hallo? Oh, Entschuldigung, ich wollte dich schlagen, Paul, was machst du? Ich wette, William hat dir das bezahlt. Ich wette, William hat dir das Geld dafür gegeben. Das muss doch verdammt teuer gewesen sein. Was ist das? Wächter, harmlos bzw. gefährlich. Das ist ein Iron Golem, aber okay. Was ist das? Schreckalukus, harmlos. Das ist doch nicht harmlos, das ist ein Kürbis. Kürbisse sind böse, das hat 50 AP. Ich will auch 50 AP haben. Kerkalukus, gefährlich. Das ist ein Einhorn! Das ist ein fucking Einhorn und kein Kerkalukus. Sitzt vielleicht im Kerker, aber das ist ein Einhorn. Das ist süß. Na gut, wenn er sagt gefährlich, gehe ich dann nicht lehren. Squiddoodle, süß. Ja, Squiddoodle ist süß. Hallo. Kuckuck, Squiddoodle, Squiddoodle, Squiddoodle. Okay, warte. Was ist das? Titan, höchst gefährlich. Maralko, Titan. What the fuck, kannst du mich angucken? Oh Gott, das sieht gruselig aus. What the fuck ist das? Ein Titan? Okay. Höchst gefährlich. Ich frage mich nicht, wie ein Schaf einen Titan fangen kann, aber... Okay. Was ist das hier? Rüstungs- und Waffentestkammer. Okay. Nett. Was ist das hier alles? Ozeankristall. Das heißt, achso, hier ist der Ozeankristall drin. Königskristall. Wiki, ups. Das ist bestimmt gespawnt, wenn Paul hier stande. Dann, wo spawnt irgendwie meistens, wird das ja so ein Wiki von irgendeinem Mod. Und, ach, das ist scheiße. Keine Ahnung, wie man das ausstellen kann. Okay. Steinkristall. Ist auch nichts drin. Feuerkristall. Himmelblau-Kristall. Okay, die Farbe sieht jetzt aber nicht so himmelblau aus. Waldkristall. Auch nichts dran. Himmelskristall. Nichts drin. Und der Albtraumkristall. Okay. Wenn das alles so richtig ist, dann... Okay. Aber was ist das für eine Maschine? What the fuck? Was sind das für Partikel? Es sieht gruselig aus, ich frag da mal nicht nach. Aber er hat gesagt Rüstung. Was ist das hier? Oh, ein Paradies! Ein Paradies hier! Alter. Geil. Was sind das für... Das ist ein Prinzessins-Outfit. Oh mein Kopf. Das ist... Ich frage aber nicht nach. Was ist das hier? Full Emerald Boots. Okay. Demonic Chestplate, Demonic Leggings. Ein Solidier. Oder was weiß ich, keine Ahnung. So ein Captain halt von Solitär. So ein Typ halt. Das ist eine Kuhrüstung. Nice, Alter. Ich will auch so eine Kuh. Ich ziehe nämlich die Kuhrüstung, Alter. Vielleicht. Mal gucken. Was ist das hier? Nanorum Boots, Nanorum Legs, Nanorum Chestplate, Nanorum Helm. Okay, interessant. Was ist das hier? Ein für ein Schwert? Iron Broadsword. 12,125 Damage, das ist ordentlich. Was ist das hier? Ultra Diamond Leggings. Was ist das hier? Eine Aramide Leggings. Die hört sich teuer an. Und das Schwert? Aramide Sword. Ach, Damage nur, okay. Bleibt nicht. Was ist das hier? Eine Hermes Boots. Leggings of Jumping. Titan Chestplate. Gehört die zu dem Titan? Ach, keine Ahnung. Ein Atlantean Helmet. Okay. Und das Schwert? 12 Damage, ganz normal, okay. Was ist das hier? Eine Super Diamond Leggings. Die hört sich jetzt aber nicht so geil an wie die Ultra Diamond Leggings. Macht auf jeden Fall 12 Damage das Schwert. Wie viel macht das hier? 20 Damage, yo, krass. Warte mal, wie viel macht das Schwert hier? Wo ist das Schwert? Hä? Wo ist das Schwert? Hallo? Hallo, Polizei? Ich hätte gerne das Schwert.
Könnt ihr es irgendwie abbauen? Ne, das sind Blöcke, die lassen sich glaube ich nicht abbauen. Kann ich den Rüstungsständer abbauen? Ich hab keine Spitzhacke, oh nein! Warte mal. Ich will das Schwert haben. Ach, ich hab's! Hallo, ich war gerade nicht da. Okay, Wasp Sword. Sharpness 5, 16,25 Damage. Okay. Und dieses Prinzessin-Schwert? Mithril Sword. Broadsword. 13,25 Damage. Okay, das ist gar nicht mal so schwach. Die Krone sieht voll toll aus. Krone. Die hätten wir schon angeguckt, wie Damage macht das Emerald-Schwert. 14,25 und das Dämonik-Schwert wahrscheinlich dann zur Dämonenrüstung. 16,25. Ne, ich glaube, da war das Ultra-Ding. Aber ich glaube, die wird bestimmt. Ich glaube, die heben wir jetzt am Ende auf. Ich glaube, wir werden dann für die ganzen Kristalle einfach immer irgendwie eine verschiedene Rüstung nehmen, ne? Das würde ich sagen. Aber das sieht schon cool aus. Was ist das hier? Ein Tresor. Das dunkel, das. Hä, ich glaube, dann wird da was drin sein, hier nicht, ne? Okay. Yo, was zum Fick. Tyresium Block, Aramite Block, Demonic Apple, Obsidian Shard, Steak, nett. Steak nehmen uns, glaube ich, ein Steak. Und Radiant Dust. Okay. Was macht ein Demonic Apple? Ich will Demonic Apple essen. Autsch! Der macht voll viel Schaden. Was sollen wir bekommen? Blood Vigil 10-mal. Okay. Was, auch immer, was macht man mit einem Blood Vigil? Wie kommt sie. Infuser. Was macht man mit einem Infuser? Keine Ahnung. Okay. Wie aus? Tun wir das Blood Vigil ein. Vision. One Vision. Okay, ja, Paul, du willst ihn jetzt sehen. Ist das? Es ist riesig. Was sind das für Blöcke? Netherbrick, okay. Die sehen aber nicht aus wie Netherbricks. Aber er hat ein Squid. Warum hast du einen Squiddle gefangen? Der arme Squiddle. Aber der ist nicht gefährlich. Er ist nicht harmlos. Einfach nur süß. Süß steht hier. Nett. Sehr nett. Warte. Ich will mal so eine Rüstung austesten. Yo, lass uns Rüstung austesten und Chatter. Ja, lass die Prinzessin-Rüstung austesten. Und ja, lass die Prinzessin-Rüstung aus. Yo, einfach erstmal schon mal volle Rüstungsbalken. Alles klar. Okay, jetzt können wir das austesten, oder was? Die Türen. Was war das hier? Dispenser? Das, keine Ahnung. Was war das hier? Oder das? Wir können reingucken. Instant Damage, okay. Autsch! Yo, 4 Herzen. Das hier? Was war das? Heilt einen wieder. Perfekt. Danke. Dann hat das ja, da kannst du ein Monster töten. Sollen wir mal 2? Okay. Oh. Alter, die machen ja fast gar keinen Schaden. Also ein kleiner, oh, wie süß. Obwohl, doch ein Herzschaden waren sie schon. Die machen ordentlich Schaden, aber ich habe ein verdammt geiles Schwert. Ein Mithril Sword. Aber ich bin eine Prinzessin. Warum? Ich will keine Prinzessin sein. Lass da eine Rüstung ausprobieren. Okay, krass auf jeden Fall. Hier legen wir die Rüstung mal wieder ab. Ah, nee, jetzt haben die falsche Rüstung genommen. Jetzt legen wir das Schwert wieder rein. Ich glaube, die wird nicht so stark sein, oder? Wenn das Schwert schon nicht so krass war. Was ist das hier? Hermes. Okay. Alles klar. Geht klar. Yo. Stärke, Speed 4, Jump Boost 3 und Warfare Breathing. Alles klar. Ich komme nicht mehr in das Ding rein. Ich komme hier nicht mehr rein. Hilfe. Okay. Ich komme hier nicht mehr rein, Schatz. Okay, ich bin reinkommen. Ach, volle Rüstungsbalken. Erstmal was essen kurz. Ja, das ist ja mal mega krass. Wie viel macht das noch gar so viel? Okay, Tränke gehen halt durch Rüstung, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Dann erstmal wieder ein bisschen hochheilen. Yay. Und jetzt testen wir die Monster aus. Huh.
Noch eins daher. Und noch eins. Schlagen wir eins. Okay, ein bisschen Schaden nehmen wir, aber kaum. Lol, kann das sein, dass die Monster One-Hit sind? One-Hit. Das Schwert macht 12 Damage plus Stärke. Perfekt. Die Monster sind One-Hit. Yo, die Rüstung ist krass. Was kommen wir hier wieder nicht rein? Was ist das für eine Scheiße? Ich zieh die Rüstung aus. Jetzt, das reicht mir. Das reicht mir. Kann ich hier mal bitte irgendwie rein? Ja, jetzt endlich. Aber what the fuck ist das? Hier sind immer mega OP die Rüstungen. Alter Schwede. Also die sehen. Oh, die sieht schön lila aus. Die hat so ein schönes Himmelblau, so ein hellblau. Ah, die sind geil, die Rüstungen. Jetzt ist sie ein bisschen dunkel, weil sie ist ja ein bisschen weniger drin, ne? Oh ja, tatsächlich. Okay. Auf jeden Fall. Paul. Ich wette, du hast das Geld von Lilian. Warte mal, wir holen dir mal. Ich soll vielleicht nicht auf die Maschine laufen, glaube ich. Das wäre nicht so praktisch. Ich wollte mal so einen Instant-Heal-Trank, denn damit du schön hochgehalten bist und weiterlebst und so. Ja, jetzt bist du wieder voller 8 HP, ne? Guter alter Paul. Aber... What the fuck? Das ist krass, dass man ein Screenshot macht auf Thumbnail. What the fuck? Okay. Ich glaube, das war's dann erstmal für die Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da und schreibt unbedingt mal in die Kommentare, was wir für eine Rüstung nehmen sollen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt die Prinzessin-Rüstung, aber irgendeine. Lasst ein Abo da, wenn ihr keine Folgen mehr verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.